Willkommen, Marius Ebert hier. In diesem Video geht es um Mutterschutzlohn und Mutterschaftsgeld, beziehungsweise es geht um das Mutterschutzgesetz. Und wir haben schon gesehen, im Mutterschutzgesetz gibt es eine Umstrukturierung in dem Sinne, dass die gleichen Sachverhalte neue Paragraphennummern bekommen haben. Und in den Videos, die ich hier mache, zu diesem Thema arbeite ich das Schritt für Schritt auf, sodass wir zunächst einmal festhalten, Mutterschutzlohn ist jetzt geregelt in Paragraph 18. Wie gesagt, der Sachverhalt hat sich nicht geändert, aber der Paragraph, in dem es geregelt ist, hat sich geändert. Und das Mutterschaftsgeld ist geregelt in Paragraph 19. Und da wir gerade hier so schön dabei sind, möchte ich den Sachverhalt noch einmal aufzeigen. Wenn wir uns mal einen Zeitstrahl machen. Also wir stellen uns den Ablauf der Zeit von links nach rechts vor und markieren hier einen bestimmten Punkt, einen bestimmten Zeitpunkt, einen bestimmten Tag. Und das ist der Tag der Geburt des Kindes. Und dann wissen Sie vielleicht schon aus anderen Videos oder sonst aus einer anderen Quelle, am besten aus dem Gesetz, dass es hier Schutzfristen gibt. Einmal eine Schutzfrist von 6 Wochen vor, ja, und dann kommt immer Punkt, 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 ja, und Punkt, Punkt, Punkt heißt immer der Geburt, vor der Geburt. Und eine weitere Schutzfrist von 8 Wochen nach der Geburt. Ausnahmefälle hier bei Mehrlingen. Ja, aber das ist nicht Thema dieses Videos im Moment. So, und was ist nun der Mutterschutzlohn und in welcher Frist wird er gezahlt? Wir müssen von der Geburt bis vor die Schutzfrist gehen. Das ist also hier der Zeitraum für den Mutterschutzlohn. Der gehört also hierhin. Und das Mutterschaftsgeld beginnt ab hier. Also ab Beginn der Schutzfristen. Das ist insgesamt hier ist der Zeitraum der Schutzfristen. So. Und was ist das inhaltlich? Der Mutterschutzlohn und der Paragraph 18 im Mutterschutzgesetz, schreiben wir es nochmal daneben, Mutterschutzgesetz und hier Paragraph 19 Mutterschutzgesetz. Der Paragraph 18 hier regelt, dass die Schwangere keinen Entgeltnachteil haben darf durch die Schwangerschaft. Das heißt, man kann etwas salopp sagen, dass hier der Mutterschutzlohn ist die Entgeltfortzahlung im Schwangerschaftsfall. Ja, das ist das, was es faktisch ist. Das finden Sie so jetzt vielleicht unbedingt nicht in der arbeitsrechtlichen Literatur als Ausdruck, aber faktisch ist es das. Es ist die Entgeltfortzahlung im Schwangerschaftsfall. Und wie man das berechnet und so weiter, das wird Thema eines weiteren Videos. Also auf die Höhe werde ich hier noch eingehen, aber nicht in diesem, sondern in einem folgenden Video. Und innerhalb der Schutzfristen, ja, also es gibt 2 Schutzfristen, noch einmal, 6 Wochen vor der Geburt, 8 Wochen nach der Geburt. Innerhalb der Schutzfristen spricht man vom Mutterschaftsgeld. Und der Unterschied ist hier, dass beim Mutterschutzlohn im Wesentlichen zahlt, nein, nicht im Wesentlichen zahlt, sondern nur zahlt der Arbeitgeber. Und dass hier für das Mutterschaftsgeld zuständig ist die Krankenkasse A plus B Arbeitgeber mit einem Zuschuss, der faktisch eine Aufstockung ist. Wenn Sie also mal gefragt werden, es gibt ja verschiedene Varianten, wie man sowas in der Prüfung fragen kann. Wenn Sie mal gefragt werden, was ist denn der Unterschied zwischen
oder nennen Sie Unterschiede. Ja, so sind Prüfungsfragen oft konstruiert. Nennen Sie Unterschiede zwischen Mutterschutzlohn und Mutterschaftsgeld. Dann wäre der erste Unterschied, der Mutterschutzlohn ist das, was gezahlt wird, wenn die Frau schwanger ist, aber sich noch außerhalb der Schutzfristen befindet, also hier in diesem Zeitraum. Dann wird der Mutterschutzlohn gezahlt. Das Mutterschaftsgeld tritt ein ab dem Beginn der Schutzfrist oder der Schutzfristen. Wie gesagt, es gibt zwei. Das ist Mutterschaftsgeld. Das ist schon mal ein Unterschied, unterschiedliche Bezugszeiträume. Ja, das ist hier der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist einmal Regelung in § 18, Mutterschutzlohn, § 19, Mutterschaftsgeld. Unterschiedliche Paragraphen. Dritter Unterschied, für den Mutterschutzlohn ist nur der Arbeitgeber zuständig, für das Mutterschaftsgeld ist zuständig die Krankenkasse plus der Arbeitgeber in Form eines Zuschusses, der faktisch eine Aufstockung ist. Das sind drei wesentliche materielle Unterschiede, die man hier in einer Prüfungsfrage sehr gut nennen kann. Und ich denke, damit habe ich auch die wesentlichen Dinge noch einmal in diesem Video dargestellt. Wie gesagt, es gibt keinerlei materielle Änderungen, es gibt nur die Änderungen der Paragraphennummern. Alles Gute, Marius Ebert.